Einen wunderschönen guten Morgen. Mal eine ganz andere Position, eine ganz andere Kulisse zum Start eines Videos. Ich bin auf Arbeit, wie man unschwer erkennen kann. Es ist auch erst 7 Uhr. Ich bin auch alleine auf Arbeit. Ich bin heute auch den Vormittag alleine. Das ist bei uns ein bisschen anders. Aber ich erzähle ja nicht so sonderlich viel über die Arbeit. Das nehmen wir einfach mal so hin. Auf jeden Fall ist heute eigentlich ein ganz interessanter Tag. Ich fahre nämlich nachher noch ein paar Erledigungen machen fürs Wochenende, weil wir wollen ja den Vorgarten herrichten. Und da brauche ich noch Rindenmulch. Ich wollte noch gucken, ob ich noch so ein paar Utensilien finde, überhaupt so für die Gartenarbeit, weil wir uns ein Gartenhäuschen, einen Gartenschuppen gekauft haben, wo wir die ganzen Geräte reinstellen können, also später den Rasenmäher und sowas alles. Ja, und da wollte ich euch durch das Wochenende und einfach ab heute, heute ist eigentlich erst Donnerstag, ist aber nicht schlimm, ich nehme euch einfach ab heute mit und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video erstmal. Eine kleine Sache wollte ich aber noch sagen, es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass das letzte Video ein wenig chaotisch war, dass ich scheinbar sehr, sehr viele Dinge einfach oftmals wiederholt habe, was mir leider Gottes im Schnitt überhaupt nicht aufgefallen ist. Ich werde auf jeden Fall dieses Mal ein bisschen mehr Acht geben, dass es nicht ganz so chaotisch ist und dass ich da einfach ein bisschen blickiger bin, was den Schnitt einfach betrifft. Da kann ich ja super viel einfach retten und ändern und ja. Ich hoffe, dass dieses Video einfach ein bisschen strukturierter wird. Ansonsten schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, aber bitte, bitte einfach auch vernünftig, sachlich und konstruktiv. Ja. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn ihr mir schreibt, dass ihr euch auf meinem Kanal quasi nicht mehr wohlfühlt. Das ist halt so, das ist ja wie mit Freunden. Manchmal bleiben Freunde bei einem und manchmal gehen die einfach von der Seite. Nach Jahren auch, was ja auch gar kein Problem ist. Gar kein Problem, ihr wisst, wie ich es meine. Aber es ist halt nun mal so, dass ich manchmal Wege einfach trenne. Ja, so, jetzt erstmal das vorab. Ich werde mich jetzt Stadler machen und arbeiten. Heute kommen bei uns die ganzen, das sage ich noch kurz, die ganzen Verbandswechsel, Fädenziehpatienten, die wir operiert haben in der letzten Zeit. Sowohl bei uns in der Praxis als auch im Krankenhaus. Und ja, dafür bin ich heute zuständig, um die ganzen Verbände, Wundsprechstunde sozusagen, sowas alles. Es sind jetzt, ich habe jetzt auch nur bis 13 Uhr Dienst und dann habe ich Feierabend und dann geht es halt los. Aber ich habe jetzt, glaube ich, von 7, also jetzt habe ich noch ein bisschen Ruhe, jetzt bereite ich erstmal alles vor. Sagen wir von um 8 bis 13 Uhr 40 Leute oder so, grob überschlagen. Ja, na gut, ich mache mir jetzt erstmal was zu trinken und dann geht's los. Bis später. Oh mein Gott, ich sehe aus wie der Tod. Ich bin jetzt zu Hause, wie man unschwer erkennen kann. Und hinten ist jetzt der Zaun gezogen worden. Kann ich euch nachher mal zeigen, wenn die Handwerker hinten weg sind. Und hier sind übrigens, sieht man das? Hier ist der Sichtschutz angekommen für rechts. Und ich hatte auch für links bestellt. Links muss ich aber zurückschicken, weil links ist ja Blödsinn. Ich habe mich gerade ein bisschen geärgert, aber ist egal. Links ist ja Blödsinn. Da zieht ja der Nachbar dann seinen Sichtschutz. Ich mach mal zu, ist echt windig. Und jetzt werde ich Janine einsacken und dann fahren wir noch was erledigen. Und hier an die Seite vom Haus, sieht man das, kommt dann das Gartenhäuschen hin, der Garten, der Geräteschuppen, den wir bei Hornbach bestellt haben und am Wochenende abholen. Und ja, dann lasse ich einen Sichtschutz auch eingepackt. Ich werde mich da heute Abend mal drum kümmern. Ich weiß gar nicht, mit was das geliefert worden ist. Mit DPD oder so? Kann das sein? Und dann geht eins zurück. Einmal aus dem Auto zurück. Ich habe übrigens vergessen, im Markt zu filmen, aber es war einfach zu voll. Ich kann euch gleich mal zeigen, was wir gekauft haben. Und es wurde schon der erste Zaun gezogen. Aber nur erstmal hinten. Und ja, es ist super windig. Das heißt, ihr werdet mich draußen
nicht verstehen. Wir gehen jetzt aber mal raus und ja. Okay, hier wurde auch ein Zaun gezogen. Also nicht ein Zaun, aber so ein Sichtschutz. So, jetzt kann ich euch das mal hier zeigen. So sieht das hier aus. Das muss alles frisch gemacht werden, quasi so wie dort. Ich habe jetzt 3-mal Rindenmulch, das reicht aber nicht. Und 5-mal Kies. Und auf der Seite geht es dann auch noch weiter. Aber wir gehen mal rein. Also habt ihr jetzt ein bisschen gesehen. Rindenmulch wird allerdings nicht reichen. Ich glaube, ich brauche noch 2-mal. Aber das holen wir dann einfach morgen. Ansonsten drehe ich euch mal kurz um. Habe ich neue Solarkerzen. Ich sage immer Kerzen, Solarlichter gekauft. Lampen. Dann für die Dachrinnen haben wir das geholt, weil wir sonst auf der Terrasse immer im Dunkeln stehen. Und solche kleinen Marienkäfer habe ich noch mitgenommen für draußen als Deko, Accessoire. Und halt, wie gesagt, 5-mal Kieselsteine und 3-mal Rindenmulch. Und was ich dann noch machen wollte, ist zwischendrin noch so ein paar Gräser pflanzen, weil damit bin ich wirklich dann gut dabei, safe. Da habe ich nicht so viel Arbeit, nicht so viel Ärger mit und das ist sehr, sehr dankbar und es sieht trotzdem vorne gepflegt aus und ihr habt ja gesehen, es sieht sehr abgeranzt aus. Dann habe ich hier unten noch ein Vlies bestellt, was einfach unter das Rindenmulch runterkommt, damit da kein Unkraut durchkommt. Und da, wo die Gräser reinkommen, das schneide ich dann einfach aus. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 7.59 Uhr. Waschmaschine läuft, Spülmaschine ist eingeräumt, hier ist sauber gemacht. Und ich werde mir jetzt was zu essen machen. Und nachher fahren wir ja unser Gartenhäuschen, also unser kleines Gartenschüppchen, abholen für die Gartengeräte. Ja, da freue ich mich schon auf. So sieht das jetzt hier übrigens aus. Hier hinten habe ich dann erstmal den Rindenmulch hingestapelt und den Zierkies. Und darum kümmern wir uns heute, dass das Vlies erstmal da drunter kommt. Dann Rindenmulch drüber und dann den Zierkies. Und dann habe ich noch so ein paar Gräser, die ich hier einpflanzen wollte, aber wirklich nur 4 Stück. Und 2 fehlen aber noch. Die kommen dann auch erst noch die Tage. Ja, sehr schön. Das hat übrigens 3 fucking Stunden gedauert, das alles umzukrauen. Übrigens konnte ich euch jetzt beim Baumarkt nicht mitnehmen und filmen, weil erstens war es voll und zweitens mussten wir das ganze Häuschen auspacken und stapeln wie bei Tetris. Fragt nicht nach Sonnenschein, weil das ganze Paket hätte so nicht ins Auto gepasst. Deswegen haben wir einmal das Paket ausgepackt und alle Einzelteile hier reingeschmissen. Die stehen jetzt auf der Terrasse. Jetzt wollten wir erstmal einkaufen fahren und dann gucken wir mal, um was wir uns dann als nächstes kümmern. Ach, da hinten, da stehen übrigens meine Gräser, aber ich glaube, die sieht man nicht. Heute sogar noch später als gestern. Jetzt ist es schon fast 23 Uhr. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen. Ich habe mich mit meiner Mama verquatscht. Ich war draußen, habe den Rasen gewässert und alles so. Und dann hat sich es ein bisschen verspätet alles. Und ich wollte euch das jetzt mal draußen zeigen. Es ist dunkel, aber das ist ganz gut. Ich zeige euch das auch morgen im Hellen. Aber ihr werdet es nicht glauben, der Rindenmulch hat nicht gereicht. Oder das Rindenmulch, ich weiß nicht genau. Es hat nicht gereicht. Wir gehen mal raus. Ich werde jetzt aber draußen nichts sagen, sondern einfach nur kurz filmen. Das sieht richtig schön aus, oder? Ich muss mal mit der Kamera gleich ein Foto machen. Ich liebe es. Also wenn das jetzt irgendjemand gesehen hat, der denkt auch, die Alte hat eine Klatsche. Auf jeden Fall ist es so, hier ist übrigens das beste Licht, deswegen die linke Seite, die so 2 Meter in die Länge, in die Breite geht, ich weiß nicht genau, komplett 6-mal Rindenmulch gebraucht. Also das komplette Rindenmulch haben wir für links benötigt und wir haben es trotzdem mit Steinen so ein bisschen versucht auszugleichen, weil wir ja sehr, sehr viele Kieselsteine haben. Aber es hätte vorne und hinten nicht gereicht. Die Sache mit dem Vlies drunter, die ist super. Also die ist wirklich, wirklich cool und die macht man mit solchen Haken, wie man zum Beispiel vom Campen kennt, fest. Ich kann euch mal die Seite verlinken, wo ich das gekauft habe. Ist von Amazon, ging auch super flott. Und wir haben dann noch Gräser eingepflanzt und es fehlen mir auch noch 2-mal Gräser. Ja.
Das zeige ich euch morgen im Hellen mal. Im Hellen mal. Die komplette rechte Seite konnten wir noch gar nicht bearbeiten, außer die Gräser, die haben wir halt reingemacht. Ansonsten müssen wir nächste Woche nochmal Rindenmulch besorgen. Dann wird der Vlies verlegt, dann das Rindenmulch rauf, dann noch ein bisschen Steine. Und dann ist auch die rechte Seite schick. Und dann vielleicht noch ein paar Lämpchen, weil ich jetzt alle Solarlämpchen nach links gepackt habe. Aber das sieht so hübsch aus. Ich liebe das. Wirklich, das hat sich so fucking gelohnt. Und wir haben ja heute noch das, den Geräteschuppen gekauft. Oder abgeholt. Gekauft hatten wir ihn ja letzte Woche schon. Und den müssen wir dann die Tage vielleicht noch aufbauen. Ich frage mal Benjamin, was er morgen machen möchte. Seitenmarkise, es war heute wirklich fucking windig. Was denn? Gleich, mein Schatz. Und die muss auch einbetoniert werden. Ja, vielleicht machen wir morgen das Gartenhäuschen. Reinste Plastik, also wir schauen mal. Oh mein Gott, ich sehe extrem fertig aus, aber ich würde das Video einfach nur beenden. Ich werde euch gleich vorne das alles nochmal in Ruhe zeigen. Weil ich es ja letztens nicht gezeigt habe. Es sind auch ein paar Tage vergangen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Oh, wir haben gerade was ganz anderes gemacht, das seht ihr aber im nächsten Vlog. Und ich zeige euch das mal. Wir gehen mal raus. So. Das habe ich gestern noch gemacht. Und den Rest hatte ich ja davor. Das ist mir ein bisschen unangenehm, vor der Tür zu filmen. Ihr habt es jetzt auf jeden Fall gesehen. Wir haben übrigens insgesamt 12-mal Rindenmulch gebraucht. Benjamin hat nochmal welches holen müssen und hatte Gott sei Dank ein wenig mehr gekauft. Und wie gesagt, ich hatte ja die größere Seite mit meiner Mama am Wochenende fertiggestellt und die kleinere Seite habe ich gestern nach der Arbeit gemacht. Und ja, okay. Oh. Meine Hände sind nicht dreckig, nein. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich aus diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra. Tschüssi. Ihr werdet im nächsten Video auf jeden Fall sehen, was wir hier gemacht haben.